Hey Leute, das nächste Video ist für dich insbesondere dann interessant, wenn du DJ bist und einmal mehr erfahren möchtest über das spannende Thema Crowdreading. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Hey Leute, Dennis hier. Ich bin Fachbuchautor im Bereich Ableton Live. Gründer von MusicTutorials.com, deiner Premium-Online-Musikschule, wo du richtig, richtig gut wirst in Ableton Live, wo du es richtig lernst von der Pike auf. Und Herausgeber des Musiktheorie-Spickzettels, der sich extremer Beliebtheit im Internet erfreut. Und ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht. Es ist so, wir treffen uns innerhalb der Community von Musiktutorials einmal im Jahr in Berlin. Wir haben dort einen Workshop in einem Berliner Nachtclub, den wir da extra anmieten. Und wir mieten ein Tonstudio, ein professionelles Tonstudio dort an und können dann dort die Musik, die bei uns in den Fortbildungen für Ableton Live entstanden ist, auf der großen Anlage im Club hören, was natürlich mega cool ist. Auch gerade für die Leute, die es selber produziert haben, dann natürlich eine mega coole Gelegenheit ist. Und auch im Tonstudio, auf den analytischen Lautsprecheranlagen, die man da findet. Was natürlich auch eine mega coole Sache ist. Und bei dieser Veranstaltung, bei diesem Workshop in Berlin, da ist es so, dass auch Vorträge stattfinden über verschiedene Themen rund um die Musikproduktion und die Live-Performance, Musikmarketing, alles, was so dranhängt. Und einen dieser Vorträge, einen wirklich hochkarätigen, sehr, sehr genialen Vortrag, habe ich dir heute mitgebracht. Und wie am Anfang schon gesagt, der ist dann besonders spannend für dich, wenn du entweder selber DJ bist oder du interessierst dich für DJing, möchtest vielleicht in das Gebiet reinwachsen, so Stück für Stück. Wenn das deine Themen sind, dann herzlich willkommen im Vortrag zum Thema Crowdreading von dem begnadeten, sehr, sehr bekannten DJ-Coach und selber ist er natürlich auch DJ, Walter Marinelli. Walter Marinelli ist bekannt wie ein bunter Hund in der DJ-Szene. Er ist keiner von denen, die sozusagen in der ersten Reihe stehen und ständig ihr Gesicht in die Kamera halten. Aber jeder, der in der ersten Reihe steht und das Gesicht ständig in die Kamera hält, jeder, der als DJ in Deutschland eine gewisse Größe hat und was auf sich hält, zumindest im elektronischen Bereich, der kennt Walter Marinelli. Walter ist seit Jahrzehnten dabei. Walter ist eine Koryphäe. Und Walter hat nicht nur einen extrem guten Musikgeschmack und legt extrem gut auf, sondern er kann sein Wissen halt auch sehr, sehr gut vermitteln. Es ist eigentlich eine richtige Profession bei ihm, das DJ-Coaching anderen Leuten das beizubringen. Und das Besondere ist halt eben, es geht hier bei Walter nicht nur um das reine Handwerkszeug. Also wie lege ich jetzt mit zwei Vinylplatten auf? Wie mache ich das mit Traktor und wie mache ich das mit Recordbox und Pioneer gelöt, sondern darüber hinaus geht es bei Walter auch noch zusätzlich immer um die wirklich interessanten Themen, zum Beispiel die sogenannten Soft Skills. Und wir sind uns ja wohl einig, der Auftrag von einem DJ ist, dass die Tanzfläche nach Möglichkeit kocht. Das funktioniert aber nur, wenn der DJ in der Lage ist, sein Publikum gewissermaßen zu lesen, ja, Stimmungen aufzugreifen. Reaktionen auf Musikstücke, die er spielt, aufzugreifen, zu gucken, wie setzt sich sein Publikum zusammen, aus welchen unterschiedlichen Menschen besteht es, aus welchen Gruppen, worauf stehen die so, wie kann man die vielleicht auch vereinen mit einem guten Mix, mit dem perfekten Mix. Das ist das Thema Crowdreading. Sehr, sehr spannend und Walter wird das in seiner unverwechselbaren Art und Weise dir jetzt gleich in seinem Vortrag rüberbringen und er wird sogar noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur mit dir die Crowdreaden, sondern auch zum Beispiel den Veranstalter, ja, weil der muss nämlich auch glücklich sein, sonst wirst du nicht wieder gebucht als DJ. Also du merkst, wenn du in dem Bereich Interesse hast, dich weiterzuentwickeln, dann ist das hier genau dein Ding. Deswegen rede ich auch gar nicht lange weiter, sondern schalte direkt rüber nach Berlin. Ein letzter Gedanke, wenn dir das hier gefällt, unterstütze diesen Kanal und klick auf Abonnieren, klick auf die Glocke, lass ein Like da. Das wäre wirklich herzallerliebst. Und jetzt geht's los, ab nach Berlin.
Ich habe keine Slides. Ich habe ein Herzensthema. Und zwar habe ich ja gemerkt, ihr wart alle total interessiert an, wie gehen diese Übergänge und wie macht man das. Und als ich gefragt habe, was ist DJing, habt ihr alle gesagt, so ja, das ist, wenn man zwei Tracks ineinander mixt und so weiter. Und dann habe ich schon angefangen zu sagen, nee, Selektion ist wichtiger. Was spiele ich eigentlich, ist viel, viel wichtiger als, wie mixe ich es zusammen. Aber auch das ist noch nicht die ganze Wahrheit, weil zum DJing gehört eigentlich dazu, dass dieses ganze Selektionsthema und dieses ganze Mixen relativ aus dem Rückenmark abläuft. Entscheidend ist, mit der Crowd zu arbeiten, überhaupt zu wissen, wer ist meine Crowd. Und deswegen würde ich mal schauen, wie lange ich brauche, vielleicht schaffe ich es sogar in 10 Minuten, würde ich gerne ein bisschen was über Crowdreading erzählen. Der Vortrag heißt, Crowdreading ist keine Hexerei. So, was ist Crowdreading überhaupt? Crowdreading ist so eine mystische, magische Geschichte. Die DJs, die Zeremonienmeister, die spüren im Rückenmark genau, was ihr wollt. Und dann spielen sie genau den Track, der dazu führt, dass ihr ausrastet wie blöde. So wird es immer dargestellt. Ja, wie so oft ist die Wahrheit sehr viel langweiliger. Und die Wahrheit findet auch nicht unbedingt auf dem Floor statt. Und schon gar nicht während man spielt. Eigentlich ist Crowdreading zu ganz großen Teilen Vorbereitung. Crowdreading ist zu verhindern, in die Situation zu kommen, vor der Crowd zu stehen und sich zu denken, wer bin ich, was ist hier passiert? Das ist das Erste. Genauso wie die ganze Vorbereitung, dass sich die richtigen Tracks zusammensuchen, sich gute Playlisten machen und so weiter, dazu führt, dass man eben nicht nur irgendwie blind vor sich hinspielt, sondern einen Raum hat, in dem man sich kreativ entfalten kann. Genauso ist es total wichtig für einen DJ zu wissen, wo kommt er hin, was ist das für eine Veranstaltung, was sind da für Leute, was wollen die überhaupt von mir? Und da passiert viel davon im Vorfeld. Und es wird immer so, ja, das ist, DJing wird oft dargestellt, die gehen auf die Bühne und schmeißen Herzchen und sind die großen Stars, während eigentlich die Arbeit vorher stattfindet. Also ich sage immer, die Gage, die habe ich schon lang verdient. Wenn ich anfange aufzulegen, dann habe ich die Gage schon verdient. Dann habe ich die Arbeit schon geleistet. Das DJing selber ist die Kür, ist der Spaß. Das ist auch nicht anders, als wenn Musiker auf die Bühne gehen. Bis sie soweit sind, haben sie wahrscheinlich 10 Jahre Arbeit geleistet. Und auf der Bühne sein ist dann die Belohnung. Ja, und das ist beim DJing genauso. Und insbesondere Crowdreading ist so ein Fall, wo ich sage, ja, Crowdreading heißt oft nicht nur die Crowd zu lesen, sondern über die Crowd zu lesen. Und ja, entscheidende Fragen, die ich mir immer stellen würde, ist, wo, was, wann und wer? Und zwar zweimal. Einmal im Vorfeld und einmal vor Ort. So. An der Stelle könnte ich schon fast aufhören, aber ich führe es mal ein bisschen näher aus. Wo? Wo bin ich? Wird sich wahrscheinlich sowohl auf meinen Sound, sollte es sich auswirken, als auch auf die Stimmung der Leute. Schöner Holzraum, eher so eine Bar, würde ich es vom Feeling her nennen, wird wahrscheinlich anders klingen als ein Techno-Keller. Wird anders klingen als eine Strandbar, wird anders klingen als ein Open Air. Zumindest bei mir ist das so. Ich will nicht gleich klingen an all diesen Orten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass genau die gleiche Musik, die hier gut herpasst, auch in den Keller, in dem nur Nebel und Strobo und Techno sind, gut passen würde. Das deckt sich auch, also ich habe noch so einen spießigen Brotjob. Ich bin Musikredakteur bei einem B2B-Radio. Das heißt, wir machen maßgeschneiderte Radiokonzepte für Hotellerie, Kreuzschifffahrt, sowas. Und es gibt sowas wie Musikwirkungsforschung und die sagt also ziemlich klar, dass die Leute einfach nicht unbedingt ihre Lieblingsmusik erwarten in jedem Ambiente, sondern erwarten Musik, die passt. Mein liebstes Beispiel ist immer, der Heavy-Metal-Fan wird wahrscheinlich, wenn er irgendwie in Spa geht und sich massieren lässt oder in die Sauna, wird da kein Metallica erwarten. Und sich auch nicht dran stören, wenn er keine harten Gitarren hört. Es gibt also Musik, die zum Ambiente passt und welche, die nicht so gut passt. Das ist natürlich wieder subjektiv, weil zwei DJs, drei Meinungen, was hierher gut passen würde, aber grundsätzlich fließt mal die Idee, wo werde ich spielen, einfach ein. So, wann spiele ich? Es kann nicht sein,
dass ein Set mitten im Winter genauso klingt wie eins im Freien im Sommer. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Schon deswegen, weil jetzt bald 30 Jahre DJ-Erfahrung immer gezeigt haben, dass die Leute im Sommer es viel, viel softer und langsamer wollen als im Winter. So, also, wann spiele ich? Wann spiele ich heißt aber nicht nur die Jahreszeit, sondern auch zum Beispiel die Uhrzeit. Mache ich das Intro-Set oder bin ich der Letzte? Spiele ich Montagnachmittag und die Leute sind alle schon total durch? Oder ist es Freitagnacht um 11 und die Leute wollen hingeführt werden an die Party? Also dieses Wann ist für mich wirklich extrem wichtig. Richtig, richtig, extrem wichtig. Dazu gehört auch, wann spiele ich in der Party? Spiele ich das Intro, spiele ich das Outro, spiele ich die Peak Time? Wer spielt vor mir, wer spielt nach mir? Das würde mich zu der Frage, wer bringen? Wer, für wen spiele ich da? Wer sind meine Stakeholder, wie Dennis schon ein bisschen verraten hat, was einer so der Dreh- und Angelpunkte dieser ganzen Idee des Crowdreadings ist? Wer sind alles meine Stakeholder? Klar, die Leute auf dem Floor vor mir, aber ganz ehrlich, wenn du als DJ mit denen vor dir auf dem Floor beschäftigt bist, dann bist du wahrscheinlich noch nicht wirklich so weit. Weil die da vorne, die müssen einfach easy sein. Die müssen einfach tanzen und sich bewegen. Wenn sie das nicht tun, dann hast du ganz andere Probleme. Aber was ist mit denen, die da an der Bar rumstehen und sitzen? Sind die total genervt? Sind die gelangweilt? Oder sind die total glücklich, aber kaputt gespielt und brauchen einfach nur eine Pause? Was ist mit den Barleuten? Mit dem Chef im Laden? Mein allererster DJ-Gig war in so einer Bar in München. Ich war noch nicht mal 18, das wusste der Chef allerdings nicht. Und dann hat er mich danach im Anschluss gefragt, oder nein, Quatsch, ich habe ihn gefragt, und, wie fandst du es? Guckt mich an und sagt, nee, ich habe gefragt, hat's dir gut gefallen? Und er so, nee. Aber die Leute fanden es gut, du darfst gerne wiederkommen. Übler Schock, richtig übler Schock, kann ich bis heute wirklich spüren. Aber eine der hilfreichsten Lektionen, die ich hier gelernt habe. Gute Gastronomen gehen nicht nach ihrem eigenen Geschmack, sondern nach dem, was zum Laden passt und zu den Leuten passt. Die lesen auch ihre Crowd ein bisschen. Okay. Also muss ich gucken, dass ich nicht unbedingt was spiele, was dem Chef gefällt oder der Chefin oder den Chefs, wie auch immer das funktioniert, aber was passt. Ich habe neulich im Central Park in Hamburg gespielt, das ist so eine Strandbar, total schön. Und der Chef kam an zu mir und hat ein bisschen mit mir geredet und meinte so, das sei sehr angemessener Sound für die Uhrzeit und für die Leute, die da sind. Und ich war erst so ein bisschen enttäuscht, weil angemessen. Eigentlich war das beste Feedback, das ich seit Jahren bekommen habe, denn es war Feedback. Es war nicht, ja, war nicht geil, sondern es war Feedback. Wie wirkt das? Wie funktioniert das? Ist das der richtige Sound gewesen? Solche Typen gibt es leider ganz selten. So jemanden muss man lesen. Wenn man auflegt, muss man gucken, dass man den kriegt, weil der bucht einen wieder und zahlt wieder. Die Barleute, abhängig vom Laden, aber in so einem Laden wie hier, der relativ klein und um die Bar rumgebaut ist. Wenn die Barleute schlechte Laune haben, dann ist der Umsatz schlecht, dann hat danach der Chef schlechte Laune und dann hast langfristig auch du schlechte Laune. Also, ganz wichtig, wie geht's den Leuten, die da arbeiten? Was erwarten die? Was mögen die? Ist gar nicht blöd, sich vielleicht mal vorher zu unterhalten. Ist sowieso gut, wenn man irgendwo hinkommt und da noch nicht so oft war, vielleicht nicht nur die Crowd zu lesen, sondern auch den Raum und die Technik. Und das heißt, wenn ich das erste Mal da bin, zuzugeben, dass ich halt nicht viel weiß. Und dann gehe ich hin zu den Barleuten und sage, du, wenn ich zu laut oder zu leise bin oder so, dann redet mich an, sprecht mich an, sagt mir Bescheid, ist kein Problem. Ich kenne den Laden nicht. Ich spiele einfach einen konstanten Pegel. So, das war so ein bisschen den Raum lesen. Was haben wir noch für Stakeholder? Ja, hatten wir jetzt alle. Die Leute, die da sind, die Leute an der Bar, die Mitarbeiter, Chefs, andere DJs. Andere DJs sind super wichtige Stakeholder. Weil, insbesondere wenn man wozu das erste Mal oder das zweite Mal oder so hinkommt, sind die vielleicht Residents und entscheiden vielleicht mit, ob du wiederkommen darfst. Da ist es ganz gut, mit denen ein gutes Verhältnis zu entwickeln, die auch ein bisschen zu lesen, auch mit denen zu lesen, zu reden. Was spielst du? Viele DJs antworten dann, ja, ist
ja, spiel halt irgendwie, wenn ich so frage, ja, wie ist es, soll ich härter, softer, wie wirst du so anfangen? Viele haben darauf keine Antwort, weil sie die Frage nie gestellt bekommen haben. Aber wenn man ihnen dann einen Track am Schluss spielt, wo sie leichter ansetzen können dran, sind sie sehr dankbar. Das ist auch die Crowd lesen, mal gucken, was so die anderen Leute, die um mich rum da arbeiten, wie benehmen die sich eigentlich? Sowas. Das wäre noch sehr, sehr wichtig. Ja, was läuft in dem Laden normalerweise für Musik? Was spielen die anderen DJs? Das ist auch die Crowd lesen. Oder den Raum lesen. Oder die Situation lesen. All das führt dazu, dass wenn ich dann wirklich dastehe und soweit bin und auflegen soll, dass ich zumindest schon mal so ein Gefühl habe und mir Playlisten bauen konnte für unterschiedliche Situationen. Und dann kann ich anfangen, wirklich die Crowd zu lesen. Und dann ist dieses Crowdlesen immer noch keine Magie. Dann ist es Körpersprache lesen, Gesichtsausdrücke lesen können so ein bisschen. Man merkt deutlich, ob Leute gelangweilt sind oder ob sie feiern. Ja, und dann, wenn ich das alles gemacht habe und wenn ich gut vorbereitet bin, was die Musik betrifft, dann kann ich anfangen, mich selbst zu lesen. Und dann kann ich gucken, worauf habe ich Bock, wo treibt es mich hin, was sagt mein Gefühl. Dann erst kann ich dieses Fließen, dieses magische Crowdreading betreiben. Dazu gehört, mich selber zu lesen, weil ich habe auch nicht immer die gleiche Laune. Ich muss zum Beispiel auch so Sachen, wären total wichtig, wie bin ich denn heute drauf? Habe ich einen Scheißtag gehabt? Bin ich insgesamt schlechter Laune? Geht es mir nicht gut? Bin ich vielleicht ein bisschen krank? Das sollte ich mitbedenken. Was ist mein Zustand? Damit ich lesen kann, was die anderen für einen Zustand haben. Wenn ich all diese Dinge, alle gut beachte, dann passiert wirklich die Magie. Dann kann ich den perfekten Mix finden für die Leute und für mich und für den Raum. Und viel mehr ist es dann auch schon nicht mehr. Das war's, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Walter Marinelli, ein großartiger DJ-Coach, der Beste, den ich kenne in dem Bereich und jemand, der es auch wirklich rüberbringen kann. Authentisch, klar, offen und mit einer guten Prise Humor. Vielen lieben Dank, Walter, an der Stelle nochmal. Wenn du das jetzt hier siehst und denkst, ich bin vielleicht DJ und möchte aber meine Fähigkeiten auch im Bereich Produktion erweitern, du möchtest lernen, beispielsweise mit Ableton Live professionell klingende elektronische Musikstücke zu produzieren. Oder du möchtest Ableton Live nutzen, um es in deine Live-Performance mit einzubauen. Sei es als DJ, dass du Ableton Live damit einbauen möchtest. Oder sei es, dass du vielleicht auch einen Teil einer Band ersetzen möchtest. Oder deine Band, die du vielleicht sowieso schon hast, um elektronische Klänge erweitern. Ja, also sprich, sobald es darum geht, Ableton wirklich live einzusetzen. Produktion und live. Wenn das Themen sind, die dich interessieren oder auch nur eins davon, dann habe ich folgendes Angebot für dich. Bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team. Wir schauen gemeinsam, wo du heute stehst, wo deine Fähigkeiten sind, vielleicht auch, was dich bremst. Ja, vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sich in ihrer Freizeit hinsetzen und statt Musik zu machen, dann doch nur ein Preset im Synthesizer nach dem nächsten anhören, ja, bis du keine Musik gemacht hast, sondern nur ganz viel gehört hast und dein Kopf ganz matschig ist. Ja. Vielleicht kennst du nicht die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, die üblicherweise bei der Produktion von Musik, von elektronischer Musik zumal, gewählt wird. Vielleicht stehst du ganz am Anfang, vielleicht bist du schon länger dabei und bist nicht zufrieden mit deinen Ergebnissen. In all diesen Fällen können wir dir helfen. Vertrau mir, wir haben in den letzten 10 Jahren alles erlebt, woran es scheitern kann, wenn Menschen starten auf ihrem Weg in der Musikproduktion. Und wir können dir helfen. Deswegen biete ich dir an, ein kostenloses Beratungsgespräch, für das du dich bewerben kannst. Ich habe mir in den nächsten Tagen ein bisschen Zeit dafür genommen. Schau doch einfach mal in der Infobox unterhalb dieses Videos. Da habe ich einen Link für dich vorbereitet, da kannst du dich bewerben. In dem Sinne, wir haben einfach ein paar Fragen vorbereitet, um dich besser kennenzulernen. Und wenn es danach aussieht, dass wir dir wirklich weiterhelfen können, dann kommt es eben zum Bewerbungsgespräch. Füll diese Fragen aus. Es kommt sowieso jemand dann auf dich zu und ruft dich an und bespricht mit dir weitere Details. Und wer weiß, wenn es passt, vielleicht sprechen wir uns ja sogar persönlich. Mich würde es wahnsinnig freuen, denn ich finde es super, dass du unseren YouTube-Kanal schaust. Ich freue mich, dass du hier bist
Und deswegen abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und dann bewirb dich auf ein kostenloses Bewerbungsgespräch, speziell für Ableton Live. Mach dein Ding, denn wer will, der kann. Ableton richtig zu verstehen und zu durchdringen ist in Music Tutorials einfach genial, weil du hast nicht nur die aufgezeichneten Kurse, wo du immer an die Stellen zurückspringen kannst, wenn du was nicht verstanden hast oder es in dem Zeitpunkt angucken kannst, wenn du selber Zeit hast, sondern du, man hat ja donnerstags die Live-Calls, die sind unglaublich, also das ist ein enormer Mehrwert, weil man da eben auch danach Fragen stellen kann. Dann haben wir die Telegram-Gruppen. Du kannst also, wenn du nachts an einem Song produzierst, wo du nicht weiterkommst, du stellst die Frage und du hast eigentlich immer irgendjemand, der dir schnell antwortet. Und du kannst schnell weiterarbeiten. Ne? Also, geile Community. Herzlich, informativ, herrlich. Freiheit. Optimal. Also sehr intensiv. Gute Laune. Spaß. Gut organisiert. Und ganz viel Input. Für mich persönlich ein großer Mehrwert. Ganz liebe Menschen, Beziehung und sehr viel Spaß. Profis im Element. Bis zum nächsten Mal.